Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 13, dem Universe-Modus. Wir sind angekommen beim ersten Pay-Per-View bei Extreme Rules. Jetzt wird's also wirklich extrem und die Hardcore-Matches beginnen. Bei Extreme Rules, beziehungsweise allgemein bei den Pay-Per-Views, will ich ja so machen, ich erkläre es jetzt einfach nochmal, dass ich nicht die Matches einfach so simuliere, wie bei den anderen Shows und das letzte dann spiele, sondern ich werde euch alle Matches zeigen, die bei einem Pay-Per-View stattfinden, aber keins selbst spielen, sondern immer die KI spielen lassen. Aber euch das Match eben zeigen, dass ihr es seht. Und ich will es so machen, für jedes Match ein Video. Ob das wirklich so klappt, weiß ich nicht. Dauert, kommt natürlich drauf an, wie lang die Matches dauern. Und jetzt schauen wir doch mal rein ins Lineup bei Extreme Rules. Match Nummer 1. Bret Hart gegen HBK Shawn Michaels. Leckfett, da haben wir direkt mal einen richtig fetten Opener und einen richtig feurig heißen Opener. Denn die beiden treten an in einem Inferno-Match. Also hier wird es wirklich direkt richtig extrem. Das zweite Match, auch ein Attitude-Error-Match. Der British Bulldog kämpft gegen Road Dogg. Das Match hatten wir auch schon mal in einem 1 gegen 1 Match. Xardas tritt an gegen Wade Barrett. Ebenfalls in einem normalen 1 gegen 1 Match. Damit hat Xardas also direkt schon mal seinen ersten Auftritt bei einem Pay-Per-View der Newcomer. Es geht zwar nicht um einen Titel, aber immerhin hat er ein Match bei einem Pay-Per-View. Und dann ein Match um den United States Championship. Das könnte auch Xardas gehören, dieses Match. Aber Sin Cara hatte das Match gewonnen um den Number One Contender und tritt an gegen Santino Marella, ebenfalls in einem Inferno-Match. Oh mein Gott. Der High Flyer gegen Santino Marella in einem Inferno-Match. Ja, das wird mal was, meine Damen und Herren. Mein lieber Scholli. So, kommen wir zum Match Nummer 5. Und das ist ein Tag-Team-Match um den Tag-Team-Championship. Um den WWE Tag-Team-Championship. Santino Marella und Zack Ryder gegen Primo und Epico. Das heißt, Santino Marella hat zwei Matches heute Abend. Und der wird dann mit Sicherheit geschwächt sein im zweiten. Vielleicht ist da, das ist ja quasi schon eine Ankündigung auf einen Titelwechsel hier, was den WWE Tag Team Championship angeht. Meine Fresse, das gibt's ja gar nicht. Pech an dieser Stelle für Santino Marella und Zack Ryder, aber vielleicht schaffen sie es ja. Wir werden es sehen. Die also in einem Tag Team Table Match. Das heißt, der Gegner muss durch den Table, also durch den Tisch, durchgeschmissen, wie auch immer, werden. Oh, das verspricht interessant zu werden, meine Damen und Herren. Und dann haben wir noch Match Nummer 6. Ein One-on-One John Cena gegen den Strongest Man on the World, Mark Henry, in einem normalen 1 gegen 1 Match. Und nun kommen wir zum Hauptmatch des heutigen Abends. Match Nummer 7 und der Hauptkampf beim ersten Pay-Per-View bei Extreme Rules. The Rock gegen Triple H in einem Inferno-Match. Meine Damen und Herren, Leckfett, ein besseres Main Event kann man sich ja fast gar nicht wünschen. Aber viele Inferno-Matches dabei, übel. Also ich habe so eingestellt in meinem Universe-Modus, dass bei Extreme Rules das letzte Match, das Main Event, immer ein Inferno-Match ist. Aber dass da noch zwei andere Inferno-Matches dabei sind, konnte ich ja nicht ahnen. Wahnsinn! Okay, das also... Das Line-Up für Extreme Rules, da könnt ihr euch schon mal auf einiges freuen. Damit Triple H hatte ja den Number One Contender irgendwann gewonnen, Sin Cara auch.
Kane hat ja ebenfalls ein Number One Contender Match gewonnen, allerdings ist das scheinbar noch nicht bei diesem Extreme, bei diesem Pay-Per-View. Dann wohl eher beim nächsten. So, meine Damen und Herren, das war hier Part irgendwas 5 mit dem Line-Up von Extreme Rules. Und im nächsten Part, der ebenfalls noch heute kommt, keine Panik, heute 18.30 Uhr geht es los mit Bret Hart gegen Shawn Michaels in einem Inferno-Match. Freut euch und seid gespannt. Bis dahin und tschüss.